Herzlich willkommen zur dritten Folge der Sprechstunde hier aus Doktorchens Keller. In den letzten beiden Videos ging es ja so ein bisschen um Synthesizer-Grundlagen und darum geht es letzten Endes auch heute. Im letzten Video ging es darum, was macht den Klang eines Instrumentes eigentlich aus? Da hatten wir drei verschiedene Sachen gesehen, nämlich zum einen irgendein geräuschhafter Anteil, der häufig am Anfang des Tones auftritt, beim Anstreichen oder eben auch beim Anblasen beispielsweise. Das zweite ist das Obertonspektrum. Und das dritte, darauf hatte ich schon hingewiesen, ist das Ein- und Ausschwingverhalten von Instrumenten. Die ersten beiden haben wir im letzten Video schon angeschaut. Wer das verpasst hat, ich verlinke es unten in der Infobox. Ansonsten gilt: Daumen hoch, abonnieren und die Glocke läuten, damit ihr nichts mehr verpasst. Nun zum Ein- und Ausschwingverhalten. Beschrieben wird das Ganze von der sogenannten Hüllkurve. Der Begriff ist sicherlich dem einen oder anderen schon mal begegnet. Diese besitzt, wenn sie vollständig auftritt, vier verschiedene Parameter. Wir gucken uns das erstmal theoretisch an, dann mehr oder minder praktisch an und dann schauen wir es uns auch noch am Synthesizer an. Beginnen wir mit der Theorie. Eine solche Grafik hier, ich habe da mal was vorbereitet, hat sicherlich der ein oder andere schon mal gesehen. Und hier sehen wir die vier Parameter der Hüllkurve. A, D, S, R, Attack, Decay, Sustain und Release. Hier, ich hatte das Beispiel einer Geige beim letzten Mal, wir bleiben dabei. Der Geigenspieler fängt also an, einen Ton anzustreichen und dann braucht es eine gewisse Zeit, bis das Instrument maximal resoniert. Und das ist genau diese Attack. Dann gibt es die sogenannte Decay-Zeit. Das ist die Zeit, die benötigt wird, um von diesem maximalen Pegel auf den gehaltenen Dauerpegel eines Tons zu kommen. Das heißt, wenn der Streichinstrumentenspieler jetzt beispielsweise ein Sforzando, sprich also einen Ton, der am Anfang laut ist und dann leiser gehalten wird. Bei Bläsern und auch Streichern kommt das relativ häufig, aber ja, kommt vor, tritt das relativ stark auf. Das heißt, der gehaltene Pegel ist deutlich leiser als der Anfangspegel und sobald der Spieler aufhört, mit dem Bogen über die Seite zu streichen, fällt dann der Pegel eben wieder ab und die Zeit, in der das passiert, ist die sogenannte Release Time. Drei dieser Sachen bezeichnen eine Zeit, nämlich Attack, Decay und Release. Sustain ist ein Pegel, keine Zeit, ganz wichtig. Okay, so viel zur Theorie. Ich habe jetzt keine Geige, aber auch da habe ich mal was vorbereitet. Ich warne gleich vor, ich bin kein Saiteninstrumentenspieler, also gut Klavier, aber ansonsten, ich versuche das aber mal kurz hörbar zu machen. So, wir hören, das Instrument schwingt und hört irgendwann auch wieder auf. Bei dem Ton, den ich jetzt am Ende gespielt habe, wo ich also länger gestrichen habe, die Lautstärke, mit der ich dort spiele, das ist eben letzten Endes Sustain. Ein- und Ausschwingen ist, glaube ich, klar. Wichtig beim Ausschwingen ist es wirklich das Ausschwingen des Instrumentes gemeint. Es ist nicht der Nachhall im Raum gemeint. Der kommt dann da quasi mehr oder minder noch oben drauf. Okay, damit haben wir das erste Beispiel. Da haben wir ja unsere vier Phasen wunderbar abgehakt. Schauen wir uns mal noch ein weiteres Beispiel an, am selben Instrument. So, Attack ist irgendwie klar, ne? Ich zupfe, dann Decay, es wird leiser und leiser und leiser. Was aber nicht passiert, ist, dass ein dauerhafter Pegel gehalten wird. Irgendwann verstummt's. Was lernen wir daraus? Es gibt nicht immer alle Phasen dieser Hüllkurve. In dem Falle, wenn ich das anzupfe, fehlt die Sustain-Phase völlig, sondern es geht vom Attack
direkt weiter zu Decay bzw. Release. Hüllkurve hatte ich schon angesprochen, das dazugehörige Modul oder Bauteil eines Synthesizers, das dafür verantwortlich ist, ist der sogenannte Hüllkurvengenerator, im Englischen Envelope Generator, deswegen sind die auch gerne als EG abgekürzt. Wir hören uns das jetzt mal an, auch hier habe ich was vorbereitet, wie genau das klingt. Ich habe jetzt nur Decay. Wir hören, jetzt wird der Ton länger gehalten und die Lautstärke dessen ist eben Sustain. Also wenn ich den Sustain verändere, ändert sich letzten Endes die Lautstärke. Das ist jetzt die Attack-Zeit. Damit klingt es schon fast ein bisschen streicherähnlich. Ja. Damit haben wir uns einen weiteren wichtigen Parameter angeschaut, wie genau man das letzten Endes verpatcht, wozu ich eine Hüllkurve auch noch verwenden kann, neben der Lautstärke, die wir uns jetzt angeschaut haben. Das zeige ich euch im nächsten Video, denn es soll ja kurzweilig bleiben. Das nächste Video wird in 4 Wochen erscheinen, dann mit Folge 4. Bis dahin, gehabt euch wohl.